Viladecans südlich von Barcelona wird ein energetischer Sanierungsplan umgesetzt, der die Bürger in den Entscheidungsprozess mit einbezieht. Das europäische Vilawatt-Projekt startete im dicht besiedelten Arbeiterviertel Montserratina. Dort waren ein Großteil der in den 70er Jahren gebauten Wohnungen nicht isoliert und wiesen Energiemängel auf. Franziska Torres-Rohr wohnt in einem der sanierten Häuser. Wegen der Pandemie dauerten die Arbeiten monatelang. Im Winter ist es nicht so kalt und im Sommer nicht so heiß. Und die Schalldämmung ist auch besser, weil alle Fenster jetzt einen Wärmeschutz haben. Das merkt man deutlich. Laut dem Vilawatt-Koordinator wurden in 3 Gebäuden Fenster, Türen und Jalousien ausgetauscht. Alle wurden innen und außen isoliert und mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet. Diese Häuser sind jetzt Energiegemeinschaften, das heißt, sie können Energie teilen. Wenn es einen Energieüberschuss gibt, schließt man verschiedene Gemeinschaften innerhalb eines Radius von 500 Metern zusammen. So können verschiedene Gemeinden miteinander kommunizieren und die Energie mit anderen Nachbarn teilen, auch wenn diese nicht Eigentümer der Anlage sind. Das Projekt hat 5,3 Millionen Euro gekostet, wovon 80% aus Mitteln der EU-Kohäsionspolitik stammen. Vilawatt ist ein öffentlich-privates Energieunternehmen. Fast 600 Bürger aus Viladecans profitieren bereits von der grünen Energie. Das Vilawatt-Büro im Viertel berät Bürger in Bezug auf den Energievertrag und die Abrechnungen. Darüber hinaus haben die Bürger und die am Projekt beteiligten Unternehmen ein Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung des Konsortiums. Das Projekt hat auch eine digitale, lokale Währung eingeführt. Energieeinsparungen werden in Vilawatt umgewandelt, die in mehr als 400 Geschäften der Stadt ausgegeben werden können. Wie zum Beispiel in diesem Geschäft für Babykleidung und Zubehör. Es gibt Leute, die ohne die Vilawatt-Währung vielleicht nicht in unser Geschäft kommen würden. Man braucht keine Karte oder Geld, man bezahlt mit einer App auf dem Handy. Wir machen bis zu 4 Verkäufe pro Tag mit der Vilawatt-Währung. In Viladecans wird die Energiedebatte nicht theoretisch geführt, sie ist gelebte Praxis.